Hallöchen, willkommen zurück in Haversackhill bei Backpack Hero und wir gucken uns direkt mal an, ob wir die Chose mit der Kackpuppe richtig hinkriegen. Da haben wir das letzte Mal so, ja, ich will nicht sagen Probleme gehabt, aber da hatten wir ein paar Probleme. Mal gucken. Die Kamera, ja, jetzt machen wir mal ein bisschen kleiner, aber auch nicht unbedingt so viel kleiner. Oh, ich habe die falsche Kamera erwischt. Herzlichen Dank. Moment. Die hier brauche ich. So, das reicht. Dann machen wir hier so ein bisschen, ne? Sollte halbwegs passen. Also, ein bisschen den Kollegen mitnehmen, was mir absolut nicht gefällt. Aber gut. Und nicht vergessen, jeden Kampf einmal benutzen. Ansonsten ist das der Instant Death. Ah, Darkseid, Hallöchen. Schön, dass du noch lebst und nur im Praktikum warst. Komm, wir beten mal für ihn. Okay, wir knien einfach nieder und wir kriegen 5 Life, die wir nicht brauchen. Schade. Kampfgockel wird der Endboss sein. Dann schauen wir mal, was wir hier machen können. Vielleicht erstmal... Boah, das ist natürlich jetzt mies, ne? Na, gefällt mir nicht. Robasch, moin! So, Nummer 1 ist down. Okay, dann machen wir jetzt mal die Runde. Oh, scheiße, das kostet aber auch live, ne? Aber dann sterben wir die Runde zumindest mal nicht. Ah. Vielleicht können wir hier irgendwas anfangen. Ja, 3 Schaden, why not? Das fügt auch 7 Block hinzu, braucht aber weniger Platz. Stark. Dann... Das könnten wir auch noch... einfügen und dann können wir eh nichts mehr mitnehmen. Ah, die Kiste nehme ich jetzt erstmal nicht. Nehmen wir erstmal die Goldmünzen. Guck mal, was wir hier machen können. Also einer ist eh umsonst. Sehr stark. 65% fertig vom Demo. Von der Demo. Ich sollte vielleicht mal zum Deutschunterricht gehen. Oh, ich habe vergessen, die Machete zu benutzen. Okay. Den Kollegen einmal benutzt. Ich kann das auch sagen, man könnte vielleicht hier da noch sowas dazu kleben, ne? Eine Viererwaffe. Und es. Wir haben eine Viererwaffe. Ja. Der Helm. Vielleicht für die Zukunft. Wir brauchen so ein bisschen Verteidigung. Wäre nicht verkehrt. Und den nehme ich jetzt auch mal vorsichtshalber mit. Vielleicht machen wir ja irgendwas ja, Magisches. Erstmal gucken, ob wir hier noch ein Level-Up kriegen. Wie viel würdest du jetzt eigentlich machen? Ach. Du darfst dich an anderen Waffen angrenzen. Na, da war was. Wir könnten den ersten rausnehmen. Easy peasy sogar. Ja. Stark, dass wir die 2 Verteidigungen gekriegt haben. Haha.
Ich liebe es, wenn ich das vergesse. Okay. Ich brauche irgendwie einen Marker, wo ich sage, hey, benutzt das Ding. Ich habe das im Kopf so drin. Ja, wenn ich besiegen kann, besiegen. Das fängt genauso an. Das fängt genauso an, wie der letzte Livestream aufgehört hat. Es gibt genauso eine Karte wie die Puppe. Ja, Prost Mahlzeit. Ja, Prost Mahlzeit. Das freut mich ungemein. Oh, Frick. Okay. Warte. Den nehmen wir jetzt, wenn er sowieso den Block aktiv hat. Ich meine, man sieht's ja, ne? Wenn es ausgegraut ist, hast du es nicht benutzt, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung, warum das manchmal so drin ist. Oh, gleich zweimal. Okay, definitiv. Okay. Der Bogen gefällt mir. Na, das wäre einmal 10, aber dann würde mehr kosten. Ist okay. Ach, wir haben eh schon ein neues. Einen neuen Schild. So, wollen wir mal beim richtigen Deutsch bleiben. Okay. Das ist. Ein Schaden mit jedem Mana. Wir haben zwar noch keins, aber was soll's. Ja, gib mir mal live. Muchas gracias. So, der Kollege sollte. Ich bräuchte alle drei Hits dafür, ne? Hätte ich mal gemacht. Ah, ich. Oh. Ja. Aber als die Auswahl zwischen 10 Schaden vermeiden durch Killen oder 7 Schaden vermeiden durch. Durch Block. Und ich habe genau die falsche Ball getroffen. Atlas hatte dich drum gebeten, der Sausack. Der will mich doch nur leiden sehen. Aber wenn das dann passiert, dann sage ich einfach, es war deine Aufgabe, dich drum zu kümmern. Ja, das reicht. Okay, ja, ich glaube, ich will den Gegner noch machen. Was hast du anzubieten? Hol dir ein anderes Item der gleichen Seltenheit. Ja, guck mal, was da passiert. Du, ein Rüstungstrank. Ist, finde ich, besser als die Rose. Okay, der ist 3 Runden am Nichtsmachen. Gut, dass ich das falsch drin habe. Wow. Das nächste ist weg. Ist er schon aktiv? Ja, und ich krieg ihn nicht down. Ich krieg ihn nicht kaputt. Oh, klasse. Weißt du was? Dann machen wir 25 Block dazu. Und blocken einfach die 30 Schaden komplett. Die Erfahrungspunkte kriegen wir ja trotzdem. Oh, was ist das hier? Er schafft ein Item, oder? Er schafft etwas wirklich Gutes oder einen schrecklichen Fluch. Ah, ich glaube, das mache ich jetzt. Dann reorganisieren wir mal kurz.
stark, hat genau gereicht. Also, neues Level. Jetzt, wo ich den Bogen habe, ja, brauchen wir nur noch einen Pfeil dafür. Kriegen wir nicht. Was ist das? Ein seltenes Kraut. 3 Max Life. Stark. Nehme ich. Der Fisch gibt mir 4 Regen, wäre auch interessant. Ja. Und den nehme ich auch. Ja, immerhin stirbt man nicht immer dann, wenn du das Item bekommst. Ja, gut. Ist akzeptabel. So, jetzt haben wir ein kleines Problem. Ich muss aufräumen. Kann ich das hier benutzen? Nee, schade. Okay, dann muss mal ganz kurz reorganisiert werden. Ich meine, wir greifen ja erstmal noch mit dem an. Das ist, den müssen wir jetzt nicht direkt benutzen. Das Ding wäre natürlich auch interessant, aber hilft nicht. So, das ist die Gefahranzeige. Ne? Das ist immer noch der Gockel. Ey, wir haben es bis zum nächsten Level geschafft. Hurra! Oh, stark. Ja, holen wir den mal direkt hinterher. So. Okay, du kostest nichts zum Benutzen. Ach, für den ganzen Kampf. Ah, das ist gut. Kannst du aber nur einmal pro Runde benutzen, oder was? Ja, okay. Mir auch die Region. Was? Dreimal Pfeil? Okay. Okay, den kriege ich nicht ganz raus. Doch, mit dem Gift. Dann ist es jetzt egal, ne? Ob ich jetzt 7 Schaden blocke oder 7 Schaden töte, dann nehmen wir doch lieber das Töten. Ach, du bist... kann ich einmal kostenlos benutzen. Oh. Dann nehmen wir das bisschen Schaden da noch mit, ne? Aber er hat sich jetzt 17 Block geholt. Dann gib mir mal den Kollegen. Wir könnten das eigentlich ausnutzen, bis wir hier wirklich full geregent haben. Dankeschön. Ich meine, er kriegt ja keinen Bonus auf irgendwas drauf. So, Meister aus dem Trank rausgeholt, ne? Habe ich benutzt? Habe ich benutzt. Cyrus, Hallöchen. Oh, stark. Sparen wir uns einen Platz. Mir das Ding. Oh, da muss... Oh, okay. Ah, da muss direkt was drunter sein. Damit ist das rentiert, ne? Oh, das ist... Pff, Heidewitzka. Da macht es schon fast mehr Sinn, den hier so zu spielen. Ah! Feuerst du den trotzdem ab? Ja, ich glaube schon. Mein Haus sieht aus wie ein Hut. Das freut mich für dich. Das Item zwischen den Flügeln erhält den Effekt, es wird genutzt. Das Item zwischen den Flügeln wird benutzt, aber deaktiviert. Das wäre natürlich für Sachen gut, die entweder richtig viel kosten oder nicht. Komm, wir versuchen mal das Ding zu nehmen. Was ist das hier?
Eine Karte. Oh, das ist natürlich bescheiden, ne? Okay, Hausaufgaben, interessant. Das gibt dir 3 Stacheln. Aber saugt dir Mana ab. Ja, mal gucken, was wir kriegen, ne? Das finde ich jetzt gar nicht mal so verkehrt. Bloß kein Namen. Porterichs Hölle ist, glaube ich, nicht gut als Name dafür. Böse Voodoo-Puppe. Wie wär's mit Einhorn schlechter? Guten Tag. Oh, doppelt verdorbene Milch. Schnieke. Plus 6 kostet 20. Könnten wir uns leisten. Das ist Regen, oder? Ja. Alles nicht schlecht. Also der da vor allem, ne? Aber dafür bräuchten wir erstmal Platz, deswegen... Will ich ihm irgendwas... Ich kann gerade die Dings nicht aufmachen. Oder kann ich doch hier... Okay. Wollen wir ihm was verkaufen? Ich wüsste nicht was. Also nein. Nimmst du, bis dir ein anderer einfällt? Okay. Eieiei, okay. Der Elite-Knochen hier. Komm. Die Piggy Bank. Geld umsonst und es riecht nach Speck. Perfekt. Perfekt. Mal wieder vergessen, den da zuerst zu benutzen, aber hey. Da wäre natürlich... Ja, so ein bisschen Schaden ist okay. Da wäre natürlich diese Keule gut. Ne? Die Damage macht und Stärke rausnimmt vom Gegner. Auch ein bisschen übertrieben mit dem Block, ne? Okay. Nehmen wir mal den Kollegen, die 2 Kollegen, die kostenlos sind. Ah. Super. Okay. Plopp. Nochmal eins fürs Mana-Netzwerk, geht klar. Das mechanisierte Spielzeug. Nein. Ich nehme jetzt erstmal das. Ich glaube, ein Level kriegen wir noch hin. Ah, das Ding wird nicht mehr getroffen hier. Ich muss reorganisieren. Eieieiei. Aber du hast für 12 zu, ja? Ich hab schon ein Auge auf ihn geworfen, ne? Ja, komm. Lass ihn benutzen, bevor es hier zu Ende geht. Yay, ein Schaden! Oh, ich glaube, ich habe ihn gerade 2-mal benutzt. Na, egal. Wurscht. Oh no, nicht schon wieder so einer. Was brauchen wir für den Roboter noch? Den Kopf nicht, oder? Hätte ich vielleicht gucken sollen. Den Schwächetank muss ich mitnehmen nach Heversack. Nee, wir brauchten den Körper, oder? Den Kopf haben wir schon abgegeben, da bin ich mir halbwegs ziemlich sicher. Und wir kriegen das Level-Up nicht mehr hin.
Also ich glaube, das geht nicht kaputt, wenn wir was kaufen. Aber was willst du da jetzt rausnehmen? Boah. Ich hätte ja schon gerne das Ding hier, ne? Weil das auch stark wäre. Vielleicht die Lanze für einen Angriff zumindest. Ich habe keinen fucking Platz dafür. Nehmen wir dann die Pfeile wieder raus? Ja, ich glaube schon. Okay, und so wird doch alles getriggert. Dann kriegst du... Block, Block. Wir hätten noch 15 Öcken. Oh, im Angebot. Kostet nur 3. Was würde ich jetzt damit anstellen? Aber du bist leitfähig, ne? Ja, okay. Das ist schon mal nicht verkehrt. Dann würde das auch so würde es nicht so funktionieren. Aber so wird's funktionieren, ja? Ja. Okay. Nehmen wir das so. Alter, mein Rucksack ist so klein. Oh, warte mal, wir haben hier noch was vergessen. Schwächetrank wegschicken. Ach ja. Warum war da oben so ein roter Pixel? So. Angriff auf den Gockel. So. Einmal umsonst. Dann nehme ich das Ding her. Nein. Das würde jetzt zwar mehr Schaden, aber ich will ihn vielleicht auch gar nicht mal so sehr provozieren. Ja, also, er kriegt da jeden Hit mehr Stärke. Vielleicht sollte ich dann auch den Kollegen nicht benutzen. Hallöchen, Pia. Einen wunderschönen. Volldödel. Ich hätte das eigentlich schon gehabt, ne? Ach, nicht genug. Nicht genug Saft im Tank. Du würdest jetzt 13 machen, du 18. Ne, komm, das blocken wir mal ganz weg. Und bügeln den jetzt weg. Okay. Neues Level. Muchas. Gracias. Na, nee. Ah, die Metalllegierung. Ja, die ist nicht verkehrt. Energie mehr, ja. Ja, bitte. Dann würde ich fast sagen, wir nehmen eine normale Heilung, aber ich will auch erstmal dann gleich zu Parcel was wegschicken. Das Teil.
Ja, das ist... Na, nicht wirklich, ne? Nehme ich es einfach so. Parcel! Hello! Nimm mal bitte das Ding hier mit. Und das war's, oh Gott. So, Fräulein, ich hätte gerne 25 Life oder... Nee, gib mir mal mehr Max Life. Ja, dann in die tiefe Höhle. Ich spiele Backpack Hero. Eines der Spiele, die ich am... auf die ich am meisten hingefiebert habe, als ich in Peru gewesen bin, wo das rausgekommen ist. Okay. Machen wir das mal eben. Oh, die hauen aber auch richtig rein. Verdammt mich doch. Ja, den kriege ich nicht raus. Ein kleiner Babyblock. Warum habe ich den nicht fertig benutzt? Wäre eh egal gewesen, aber das ist natürlich alles andere als prickelnd, ne? Okay, damit wär's weg. Oh, hätte ich fast wieder vergessen, den da herzunehmen, ne? Oh, ist das mies. Ich hätte einfach zweimal blocken sollen. Oh. Ja, lange nicht gespielt, ne? Lange nicht gespielt und schon wieder alles für einen Bobbis. Oh, das war doch auch nicht schlecht, oder? Für jeden Artikel unten zwei Block. Wenn wir Schaden kriegen, sind die darunter deaktiviert. Das klingt jetzt aber auch nicht schlecht, wenn wir... ...das irgendwie so machen würden. Irgendwas loswerden, ne? Ja komm, den kann ich eh nur noch einmal benutzen. Warte mal, das zählt nur jede Runde, dass ich die nicht dahin packen kann, ne? Okay. So, was sind das für Teile? Flammende Krallen. Wenn gekratzt, zwei Brand. Das ist auch stark. Beim Schaden nehmen ausweichen ist aber auch Schnieke, Schleimschwert. Ach, du kriegst ja mehrere Schwerter. Das ist natürlich auch interessant, wenn du irgendwas hast für... Wenn du das benutzt oder kaputt machst, kriegst du XYZ, ne? Ah, das hat auch das mit der Puppe als Gegner-Variante. Ja. Finde ich aber, glaube ich, auch nice. So. Ah, wenn Mana Duft ist, leert ist das Mana. Das heißt, die musst du eigentlich, okay. Die musst du anders positionieren. Das ist ungünstig. Auf wen oder was wollen wir jetzt eigentlich gehen? Also ich muss irgendwo Schaden negieren. Ich krieg die 50, nehme ich an, nicht direkt weg. Wir könnten versuchen, den da einfach zu ignorieren. Ja.
Das wären für 2 dann nochmal 12. Dann könnte ich zumindest den vorderen weg machen. Dann kriege ich aber 17 Damage. Ist vielleicht okay. Ich krieg nicht 17 Damage. Ich weiß nicht, ob das mit Block triggert. Du hast momentan 3. Das heißt, ich kann dich im nächsten Zug... Das war dumm, weil ich eh den da benutzt hätte, ne? Egal, lass mal gucken, was passiert. Nice. Ausgewichen. Ah, 24. Okay, da muss nochmal Damage drauf. Und zwar 14. Ja, da muss ich die da spielen. Den Kollegen. Ugh. Was ist das hier? Oh. Wenn ein diagonales Schild verwendet wird, fügt er auch nochmal einen Block hinzu. Ja. Muss nicht. Muss nicht sein. Ach, das ist auch wieder mit Damage, ne? Ich würde fast sagen, noch mehr Verteidigung und dann schmeißen wir einen Mana-Stein raus. Weil ich jetzt auch keine große Lust habe, mich da darum zu kümmern, das zu reorganisieren. Der Kollege. Ich mag den Dude nicht. Wir sind komplett voll, was unseren Rucksack angeht, ne? Ah, ich glaube, ich verkaufe Zeug. Also wir brauchen mehr Platz. Hier, nimm den ganzen Mumpitz. Ach, er kauft nichts mehr, oder? Ja. Oh, das war doch auch nicht schlecht, oder? Gespenstisch angrenzende Waffen erhalten plus 0 Schaden. Da brauchst du echt einen leeren Backpack. Das war auch stark, ne? Diagonal frei? 2 Energie. Kostet 35, können wir uns nicht leisten. Kriegst du 2 Schaden. Es sind immerhin schon mal 2 Schaden. Das kann man ja nachher nochmal irgendwie reorganisieren, aber fürs Erste... Das fasse ich jetzt erstmal nicht an. Oh, was ist das denn? 1 Schaden, wenn Mana durchfließt, auch interessant. Ach stimmt, für die Maske brauchen wir Sachen, die drunter sind, damit die Block gibt, ne? Ja, da war was. Du hast ein Magiergewand, das erzeugt, glaube ich, Mana, ne? Jeden Zug 2 Mana. Es ist stark, es kostet nur 10, aber jetzt haben wir natürlich die Mana-Schose ignoriert, ne? Auch stark. Wenn eine Waffe genutzt wird, wird das zerstört. Musst du anders kämpfen. Gefällt mir. Aber im Prinzip brauchen wir davon nichts. Jetzt lass mal kurz ein bisschen reorganisieren. Ja, optimierter wird es gerade nicht. Okay, wir haben 11.
automatisch. Du machst jetzt 14. Okay. Dann hätte er immer noch 14 und ich könnte ihn definitiv nicht umhauen. Den einen Schaden? Ja, den können wir eigentlich schon fressen. Dann kriegen wir keinen Schaden. Ja, super. Stark. Schleime mich mal bitte hier. Ach, hatte er auch Ausweichen gehabt? Das ist nicht genug. Bitte was? Ich dachte, wir hätten noch... Okay. Ach, warte. Ah, das war zugeschleimt. Deswegen haben wir nicht die extra Energie gehabt. Ja, moin auch. Ja, wir sind schon ziemlich am Arsch. Ich glaube, ich nehme jetzt mal den Kollegen mit. Einfach nur aus Sicherheitsgründen. Oh, crappity crap. Also. Ja, wobei, gar nicht mal so crappity crap, ne? Was wird er denn dann machen, wenn ich den da benutze? Ich probiere es jetzt direkt mal aus. Nichts. Okay, zum Glück habe ich das nicht so am Ende gemacht. So, das ist ziemlich easy peasy jetzt bei dem, ne? Blocken und alles ist gut. So, neues Level. Ja, im Prinzip, wenn wir das so beibehalten wollen, mit dem extra Damage musst du schon so ein bisschen arbeiten. Du wenigstens 5 Damage mehr. Vier. Ja, ich nehme jetzt mal die Teile mit. Uff, da geht die ganze Map auf, ne? So. Ordentlich einen rausgelassen. Okay, 3 Energie haben wir noch. Okay, ihr zwei sterbt schon. Jo, okay. Stark. Gefällt mir. Was ist das da? Glückstrank. Oh. Ach, das kannst du in den Bogen umwandeln. Nö. Ich
Schauen wir mal, hier ist nichts drin, was ich jetzt gerade hätte oder gerne hätte, ne? Willkommen zu meiner Spielshow. Ja, das ist wieder was mit Kratzattacken. Angrenzende Bücher werden verwendet, muss nicht sein. Angrenzende Waffen halten 2 Brand, das ist stark. Mal gucken, ob wir den da kriegen. Nope. Aber na gut, es ist selten, das verkaufen wir einfach. Plop, 10 Money, Money, Money. So. Ah, nur 14 Life ist echt wenig. Fast schon ein bisschen gefährlich, ne? Ja, vergessen den zu benutzen. Okay. Erstmal Kollege Plüschtier. Hat dann die gleiche Chance wie vorhin, ne? Oh! Hätte ich noch mal draufhauen können. Ups. Alter. Macht auch 12, ne? Fischies. Hier Regen stark. 10 Heilung stark. Und da kann ich es nicht mehr hinsetzen. Ja, aber das wäre eigentlich schon gut. Ah, komm. Dann den Kollegen. Dankeschön. Das gefällt mir nicht. Ich glaube, der ist mittlerweile blockbar. Schauen wir mal, ob das geblockt wird oder nicht. Ja. Soll ich die 3 Regen abwarten oder wollen wir das da verhindern? Wir warten da noch einmal ab. So. Schon wieder erschrocken bei dem Geräusch, ey. Hackerzack, genau das ausgewählt, was nicht gut ist. Ach, Energie für Flüche, auch stark. Ja, noch eine Energie, eventuell. Ach, das floats to the top. Ne? Ich nehme jetzt mal so ein paar Sachen mit. Ob er noch was kauft. Jo, 17, nice. Und ansonsten. Oh. Eine Mimik-Krabi, yo. Ja. Ach,
Leck mich doch am Sack. Alter. Ich hasse es. Okay, die brauchen wir nicht. Die Piggy Bank? Auch nicht. Das Ding. Schuhwerk ungewöhnlich? Bitte was? Okay. Wir machen die Mission einfach nicht mehr. Oh, ich war schon fast stolz auf mich, dass wir das halbwegs hingekriegt haben. Eieieiei. Hat er mir angezeigt, dass das funktioniert, ne? Aber da wahrscheinlich, weil hier Rüstung ungewöhnlich war. Okay, das haben wir nach Hause geschickt.